Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Siberia 3. Ja, in der letzten Folge bin ich etwas überstürzt rausgegangen, weil ich nämlich noch verabredet war abends. Das Problem ist nur, dass das nicht sofort speichert, wenn man rausgeht, sondern dass das Spiel nur an bestimmten Stellen speichert. Und ich jetzt noch mal einen Teil rückwirkend nachspielen musste. Dabei ist mir allerdings noch etwas aufgefallen. Ich weiß nicht, ob uns das weiterhilft, aber wir haben das ja schon in der letzten Folge gesehen. Und zwar hatte ich mir noch mal die Dokumente und so weiter besorgt. Achso, Stempelteil, genau, Stempelteil. Das wollte ich nämlich angucken. Das hatten wir ja gesehen und da haben wir ja auch gesehen, dass hier oben so ein Ding drin ist. Im Verlauf der Zeit hat sich der Stempel ins Leder durchgedrückt. Sieht aus wie der Stempel von Weisenbohr. Und vielleicht, ich weiß es nicht, ob das jetzt hilft von der Größe her, aber vielleicht könnte uns das weiterhelfen. Ich wollte das eigentlich schon wieder reingelegt haben, weil ich nämlich was zu viel weggenommen hatte. Ich hatte die Dokumente drauf gemacht, habe dann gedacht, naja, die Dokumente brauchen wir ja sowieso nochmal, also nehme ich die wieder mit. Also irgendwie habe ich jetzt ein bisschen blöde gedacht eben, ich weiß auch nicht. Jetzt kriege ich mal einen Schluck auf. Hab dann auch noch gedacht, beziehungsweise nicht gedacht, als ich das Ding da mitgenommen hatte. Hab dann aber überlegt, ob uns das vielleicht weiterhilft, weil ich wüsste sonst nämlich nichts, wo wir noch hin könnten. Ich habe auch eben noch mal mit den Leuten gesprochen und alles und da war auch nichts anderes. Und dieser Schwamm, da sind zwar, wenn ich das richtig verstehe, entsprechend ja die Löcher drin, sage ich mal, von da, wo der Stempel ist, aber das hilft uns ja nicht weiter. Deswegen versuche ich es jetzt mal, ob wir vielleicht damit weiterkommen können oder... Jetzt habe ich wohl, ich habe vieles gemacht, aber ich glaube, mit dem Schmied gesprochen habe ich noch nicht. Nee, das hatte ich eben, glaube ich, noch nicht. Das müssten wir jetzt noch mal kurz wiederholen. Es ist ein bisschen blöd, finde ich. Also normalerweise ist man es ja gewohnt, gerade von Adventures, dass man überall speichern kann, wo man möchte. Also man ja, moderiert ab, speichert und geht raus. Das war jetzt in dem Fall leider, leider nicht so. Ja, muss ich mich dran gewöhnen bei dem Spiel. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht oft in so Situationen komme. Moment, hier war das Schmied, ne? Och, Mädel, geh doch einfach mal aus dem Weg. Ey, ich glaube es nicht. Die bleiben mal wie die Bekloppten immer im Weg stehen. Hallo? Guten Tag, Frau Gittwocker. Ich hab's noch nicht gemacht. Brauchen was geschmiedet? Ja, tatsächlich. Ich brauche einen Stempel, der dieselbe Form hat wie das Siegel von Weisenbohr und den ich mit der Presse am Eingang zum Lager verwenden kann. Kompliziert. Brauche Modell. Tuk, tuk. Sie haben Frau Gittwocker? Das weiß ich noch nicht. Das müssten wir jetzt ausprobieren. Wir haben ja schon in der letzten Folge alles andere ausprobiert. Deswegen versuche ich jetzt mal... Frau Gittwocker bringt Zeugs für Schmied? Glaube ich. Das sieht gut aus. Kompliziert, kompliziert. Schmied braucht auch Wachs für Form. Ja, das haben wir doch schon eine ganze Weile bei uns im Inventar. Moment. Dann erfüllen die wenigstens auch mal ihren Zweck. Hallo? Hallo? Frau Gittwocker bringt Zeugs für Schmied? Ja, würde ich gerne. Achso, da. Okay. Gutes Zeug. Stempel bald fertig. Was heißt bald? Das war's schon. Okay. Ja, cool. Vielen Dank, Herr Schmied. Dann bin ich mal wieder weg. Also, kann ich jetzt unterm Strich sagen, ich war eigentlich ziemlich blöd in der letzten Folge, dass ich das hab liegen gelassen. Ich hatte es ja sogar schon in der Hand und hab dann doch gesagt, okay, wir müssen das wieder da drunter legen, damit das halt da drüber abgestempelt werden kann. Ja. Okay. Nur ich habe da jetzt eben gedacht, naja, der hat ja da oben dieses Siegel. Vielleicht braucht er nur eine Vorlage. Weil er letztes Mal meinte, er braucht was, was gleich groß ist. Deswegen habe ich gedacht, wir müssen jetzt etwas suchen, ne, was so von der Größe her gleich groß ist. Aber ich habe mal wieder zu kompliziert gedacht, offensichtlich.
gut, dass ich jetzt, oder in dem Fall war es jetzt gut, dass ich jetzt alles nochmal neu machen musste. Wobei ich da grundsätzlich natürlich keine Lust drauf hatte. Das hier, ja. So, dann haben wir ja noch das, den Pass. So, jetzt wird es kompliziert. Wir haben ja dieses Ding, womit wir das festhalten müssen. Jetzt weiß ich nicht, ob wir das einfach so reinstecken können. Oder ob das dann runterfällt. Das wäre natürlich blöd. Ah, okay, anscheinend nicht. Uah, ich wollte nicht nach unten gucken. Die Frage ist jetzt nur, kann ich das benutzen oder muss ich das vorher doch nochmal mit dem Schwämmchen nass machen? Wir probieren es erstmal so. Ich habe vergessen, den Stempel in Tinte zu tauchen. Okay, dann können wir es offensichtlich nicht. Aber Tinte haben wir doch gar keine. Wir haben doch nur das Schwämmchen. Reicht das denn? Viel ist ja nicht, ne? Tinte. Okay, anscheinend doch. Okay. Versuchen wir etwas anderes. Wie jetzt? Hä? Nichts. Unmöglich. Mach das, das da nicht rein. Richtig. Wie soll ich das denn jetzt benutzen, wenn... Kann ich die beiden miteinander benutzen? Moment, wir holen das nochmal raus. Ja, steck weg. Komm. Hallo? Stempel möchte ich mit Schwamm benutzen. Ja, das geht nämlich nicht. Wie soll ich die jetzt miteinander benutzen? Keine Chance. Es funktioniert nicht. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Auf keinen Fall. Also das gehört ja offensichtlich hier rein. Die Frage ist, oder ist da jetzt genug von der Tinte drin? Kann man das so machen? Vielleicht? Ein alter Schwamm. Völlig vertrocknet. Was für ein Schwamm? Nein, ich wollte nicht rausgehen. Nein, bleib doch mal stehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon funktioniert hat. Aber sie hat jetzt vom Schwamm gesprochen. Was natürlich... Ach so, muss man die ja eigentlich auch noch drauf machen? Nee. Ich habe vergessen, den Stempel in Tinte zu tauchen. Nee, hab ich nicht. Ach so, Moment. Ein alter Schwamm vertrocknet. Ah, aber wo kriegen wir jetzt Wasser dafür her? Können wir denn einfach so in... Moment. Geh mal hier raus. Weil wir müssten dann ja die Möglichkeit... Nee, da ist ein Kessel, ne? Da war kein Wasser. Okay. Wir müssten ja dann irgendwie die Möglichkeit haben, den irgendwie in den Fluss zu tunken oder sowas vielleicht. Ich wüsste jetzt sonst nicht, wo wir Wasser herbekommen. Also hier vorne ging es zum Fluss. Nein, nicht da. Das weiß ich noch. Die Frage ist nur, kann ich da was mitmachen? Also kann ich da was reintunken? Was ist das? Oh. Ach so. Es geht gar nicht um das Ding, was da drin liegt. Wahrscheinlich kann ich den Schwamm hier benutzen. Ja, perfekt. Okay. Mit Tinte getränkter Schwamm. Ja, perfekt. Okay. Ich dachte jetzt, das müssen wir hinten im Wasser, also richtig im Wasser machen, nicht hier vorne in so einer Pfütze. Aber so geht's auch. Na, hallo? Löst doch mal dahin, wo ich klicke.
Und wehe, der Typ spricht dich jetzt wieder an. Weil immer, wenn man zu weit hier vorne steht, dann spricht der Typ einen an, dass man da nicht durchgeht. Haben wir in der letzten Folge schon gemerkt, als wir von ihm weggehen wollten. Hat er uns ja auch angequatscht, dass wir hier nicht durchkommen. Dabei wollten wir ja weggehen und wollten gar nicht da durchgehen. Das war ein bisschen, naja. So. Inventar, genau. Das mit dem Scrollen ist gar nicht mal so schlecht. Ich kann ihn nicht sehen, aber ich glaube, er ist da drin. So. Das sollte jetzt aber genügen, oder? Es war ein altes Stempelsystem, aber eigentlich ist das ja gar nicht so verkehrt, ne? Tada! Perfekt. Jetzt können wir endlich durchgelassen werden. So. Dann gehen wir mal da durch. Hallo, oh, Miss Walker. Ich bin sehr froh, dass ich Sie endlich erwische. Mr. Kenton, was wollen Sie denn von mir? Wieder nach Hause holen, ob Sie wollen oder nicht. Kommen Sie. Geben Sie mir bitte die Hände. Mr. Kenton, ich weiß nicht, wie viel Ihre Auftraggeber Ihnen für meine Auslieferung versprochen haben. Aber wenn es nur ums Geld geht, können wir vielleicht... Lassen Sie das, Miss Walker. Sie beleidigen mich. Hören Sie, meine professionelle Integrität stand in den 20 Jahren meiner Arbeit nie in Frage. Kommen Sie, Handgelenke vor. Wieso leistet die denn keinen Widerstand? Mr. Marson? Endlich! Ich habe sie. Ja, sie ist wohlbehalten. Ich habe Miss Walker unter Kontrolle. Ich informiere sie über unsere Fortschritte. Es dauert höchstens ein, zwei Tage. Ich nehme an, es wird einige bürokratische Hürden geben, bevor wir das Land verlassen können. Hören Sie, all die Dinge, die man mir vorwirft, sind unwahr. Der Mord an Hans, die Unterschlagung, das ist Unsinn. Und während wir hier Zeit verschwenden, kann ich den Yukol nicht helfen. Und glauben Sie mir, Sie brauchen wirklich Hilfe. Ich bin nicht Ihr Feind, Miss Walker. Wenn Sie nichts getan haben, wie Sie sagen, dann liegt es in Ihrem Interesse, zurückzukehren und sich vor Gericht zu verteidigen. Hier können Sie ohnehin nichts mehr tun. Ich fürchte, Sie haben nicht nur Freunde hier. Legen wir die nochmal herein, ne? Nun gut, Mr. Kenton. Sie haben gewonnen. Ich bin froh, dass Sie endlich Vernunft annehmen, Miss Walker. Jetzt müssen wir nur warten, bis der Vertreter der örtlichen Militärbehörden den Verwaltungskram fertig macht. Ich glaube nicht, dass es lange dauert, bis wir unsere Papiere bekommen, damit wir hier weg können. Wie lange müssen wir warten? Ich habe in letzter Zeit viel durchgemacht, wissen Sie? Ich bin noch nicht ganz genesen und noch etwas schwach. Nun, es wird sicher höchstens ein paar Stunden dauern. Könnten Sie mir bitte ein Glas Wasser bringen? Ich fühle mich nicht so gut. Etwas schwindelig. Dafür müsste ich Sie hier alleine lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob... Bitte, doch, Mr. Kenton. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Keine Sorge, Miss Walker. Ich werde sehen, was ich tun kann. Aber gehen Sie nicht weg. Schnell. Ich muss mich befreien und hier verschwinden, während Kenton beschäftigt ist. Also optisch sieht der Kerl ja schon ein bisschen aus, als ob der zu den Dorfbewohnern gehören konnte, ne? Nimm doch mal einfach die Flasche. Nimm die in die Hand, zerbrich die und dann kannst du die Fesseln durchschneiden. Oder auch nicht? Ja, so nicht. Ja, so nicht. Okay. Intakt. Verflixt. Ich muss etwas anderes finden. Ja, es ist ja auch schwer, eine intakte Flasche aufzuheben, damit man die dann kaputt machen kann. Die Stempel dann jetzt nicht weiterhelfen. Kann hier irgendwas? Komm doch mal ein bisschen weiter nach vorne. Ich kann ja gar nichts sehen hier. Die geht gar nicht. Okay. Moment, hier oben haben wir noch was. Eine Lampe. Wie soll denn...
Ja, gut, die hat Glühbirnen. Ja, oder so. Okay. Ich hätte jetzt die glühbirnende Lampe kaputt gemacht, aber okay. Die Frage ist nur, kriegen wir das hin, bevor er wieder da ist? Okay. Endlich frei. Gut, nichts wie raus hier, bevor Kenton zurückkommt. Vertreten Sie Walsimor. Walsimbor. Vertreten oder betreten? Ich habe jetzt gar nicht... Nee, vertreten stand da doch gerade, oder? Was jetzt unlogisch wäre, aber ich meine, ich hätte vertreten gelesen. Schnell, lass mich durch. Moment. Ich habe einen sehr gut gestempelten Pass. Ganz frisch gedruckt. Also ganz frisch gestempelt. Miss Walker, nein! Warten Sie! Ich habe einen Haftbefehl für diese Frau. Nehmen Sie sie fest! Scheiße. Na! Oh! Ein Pass. Geben Sie ihn mir zurück. Sofort. Verstanden? Ich dachte, es war der Haftbefehl. Ja, cool. Das Schloss wurde freigeschaltet. Ja, nach einem Schloss sieht das jetzt nicht unbedingt aus. Aber egal. Dann würde ich sagen, da wir diesen Abschnitt jetzt endlich hinter uns gebracht haben, dass wir hier nochmal einen kleinen Cut machen. Und ja, in der nächsten Folge dann mal schauen, was uns hier noch alles so begegnen wird. Bis dann. Ciao.